So, heute zeige ich euch aus meiner Sammlung eine Arbeit von Martin Kippenberger. Kippi, zu ihm muss man eigentlich als Künstler gar nicht viel sagen. Ein deutscher Künstler, der international bekannt ist. Und was ich von ihm habe, ist insofern interessant, eigentlich vielleicht nicht ganz die Arbeit, eher die Geschichte dazu. Und zwar habe ich 1996 war das, gejobbt als Helfer im Aufbauteam von der Villa Merkel in Esslingen. Und Martin Kippenberger hatte damals eine seiner letzten Ausstellungen, wenn nicht sogar die letzte. Er war damals schon schwer krank und hat die Ausstellung aufgebaut, nämlich Vergessene Einrichtungsprobleme in der Villa Hügel. Das war der Titel der Ausstellung. Und ich habe damals für ihn gearbeitet und er hat mir, und das ist jetzt das Interessante, eine Einladungskarte signiert. Das Interessante an der Einladungskarte ist, dass das ursprüngliche Motiv, was er gewählt hat, das ist nämlich das ganz links, zeigt ihn selbst mit einem kleinen blonden Mädchen an der Hand, er gekleidet in einen typischen Hausmeisterkittel. Und dieses Motiv wurde dann aber doch verworfen, weil es hat so was, bisschen was Pädophiles. Also es war den Verantwortlichen nicht so ganz geheuer und man hat dann kurz entschlossen die Einladungskarte eingestampft und dieses Motiv, etwas nichtssagend, als Einladungskartenmotiv gewählt. Und aber Martin Kippenberger hat mir noch eine dieser eingestampften Karten hier handsigniert. Steht drauf, mit vielem Dank an Bär, Martin Kippenberger 96. Das fand ich eine schöne Geste und ich freue mich heute sehr darüber, dieses einzigartige Stück von ihm zu haben.